Ja, insgesamt doch noch ein ganz gutes Timing hier, Punkt 10 Uhr. Ab 10 Uhr ist Einlass für die Startgruppe. 10.30 Uhr. Hallo! Ich habe meinen Zettel verbummelt, aber der Kollege vorne meinte, mit der Nummer geht das auch. 374. Hallo. Dankeschön, danke. Wie auch schon beim Mammutmarsch im letzten Jahr in Dortmund heute. Man kann sich überhaupt nicht verlaufen. Navi brauchst du nicht, Strecke brauchst du nicht. Einfach hinterherlaufen im Feld. Tippitoppi. An der Ampel gerade auch, dass da jemand steht und aufpasst, dass Leute nicht so rüberlaufen. Das haben wir in Dortmund nicht gehabt. Das ist schon groß organisiert. Gut. Schon wie Urlaub hier, so ein Spaziergang am Wasser entlang. Sind jetzt auch schon mittlerweile mal gucken hier. Ich habe 5 Kilometer. Das heißt, in 5 Kilometer ist Pause. Ja, der Walter hat es gerade schon gesagt, jetzt kommen die Höhenmeter hier. Treppe steigen. Macht richtig Spaß heute Morgen hier, oder heute Mittag kann man ja schon bald sagen. Es ist zwar ordentlich sonnig, ordentlich warm, aber auch genug Schatten zwischendurch. Haben sie eine schöne Strecke geplant. In Duisburg, auch schon Oberhausen hier, oder? Für Radfahrer bestimmt kein Spaß hier heute Mittag. Nach Verpflegungsstelle auf. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Tippitoppi. Hallo. Ein so ein Brötchen. Ja. Stückchen Apfel. Stückchen? Kein Ganzen? Nee, kein Ganzen. Danke. Und so ein blaues. Blaues. Danke. Freunde, ich bin ja ein bisschen überrascht. Heute gibt es gar keine Mettwürstchen. Sonst gab es immer Mettwürstchen beim Mammutmarsch. Da muss ich glatt auf Obst umsteigen hier.
Ja, Freunde, 10 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Leicht gestärkt haben wir uns jetzt, würde ich mal sagen. Ich bin schon so ein bisschen enttäuscht. In Dortmund gab es Mettwürstchen und ich bin ja total fleischfixiert. Ja. Also wie ein Veganer, Vegetarier, irgendwas in der Art. Nein. Könnte ich mir nicht vorstellen, ist halt so. Stehe ich auch zu und ja, dann habe ich mal Hoffnung auf die nächste Verpflegungsstation. Vielleicht bist du da ja für dich. Man soll ja nicht auf andere Leute hören. Ne? Sind wir einfach wieder zurückgelaufen, gerade von da, wo wir gekommen sind, weil wir irgendwie gehört haben, müssen wir zurück. Wäre völlig falsch gewesen. Wie geht's weiter? Folgt ja irgendwie immer so mit dem Herdentrieb. Wir sind mit Leuten hinterhergelaufen und jetzt festgestellt, sind alle an der richtigen Stelle nicht abgebogen. Warum? Obwohl, hier ist wieder ein Pfeil auf dem Boden, ne? Da wird ein Verdacht. Achso. Gut. Ich war wieder auf der Spur. Jetzt sollten wir doch selber ein bisschen aufpassen. Hier müssen wir nachher 31 laufen. Hui. Aber doch insgesamt sehr abwechslungsreich die Strecke heute hier. Nicht nur am Wasser lang, jetzt auch hier durch die Wallamucken. Freunde, 20 Kilometer haben wir jetzt schon geschafft. Was sind das denn jetzt hier? 4 Stunden. Wie man sieht, hier beliebtes Fotomotiv. So Schlange stehen. Ich kriege jetzt ein paar Gummibärchen, ein Brötchen und 4 Salamis. Dankeschön. Freunde, ich freue mich. Ich habe doch noch meine Salami bekommen. Ne? Am ersten Stopp vorhin dachte ich ja schon, ich werde vegetarisch enden. Heute nein. Ich freue mich. Die gesunde Wanderermahlzeit hier. Helles Brot, super gesund, Salzstangen, Gummibärchen, saure Gurke und tippitoppi Salami.
Einmal Cola bitte. Das hat ja immer was, ne? Mit den Brücken so. Mhm. Mach ich total gerne. Glaube ich, dann dürfen wir langsam im Ziel angekommen sein. Ja, richtig Spaß heute hier. Sind ja nur 30 Kilometer. Ein bisschen ärgere ich mich jetzt schon, dass ich mich nicht wie 50 angekommen bin. Nächste. Das finde ich mal klasse, ne? So eine alte Eisenbahnbrücke. Und was hast du heute, Walter? Mammutmarsch. Reicht's bald? Nein. Eigentlich bin ich noch gut drauf. Ist doch super. Du sollst ja auch sein, ne? Ja. Man muss ja auch nicht mit dem letzten Tropfen im Dank nach Hause kommen. Oh, da ist das 25er schön. Guck mal. Ja, ja. Ja, wie ihr im Hintergrund hören könnt, ist das Ziel nicht mehr weit. Die Glocken werden schon für uns geläutet. Es wird verkündet, dass wir ankommen, Walter. Ne? Und ja, es wird nicht mehr weit, ein paar Kilometer noch. Dann sind wir stolz auf uns. Tolle Kulisse hier am Landschaftspark. Das ist einmalig, dann wird das Wetter 30 Kilometer geschafft, mittlerweile sogar schon 32 plus 2,5 vom Parkplatz. Da hätte ich auch direkt hier für die 55 anmelden können. Und herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Dankeschön! Dankeschön. Ja, das haben wir uns jetzt hier richtig verdient. Ich bin stolz.